Hagenuck saß klein und schmächtig auf der Parkbank. Mit dem Kopf hatte er sich in die Jacke zurückgezogen. Er fuhr und heizte seinem Körper schluckweise aus einer Taschenflasche ein. Die Männer, die nach der Arbeit ihre Hunde durch die Parkanlage führten, hielten in Höhe von Hagenuck die Leinen kurz, was die Hunde aufjaulen ließ. Hagenuck verspürte große Lust, zurückzujaulen, als könne er sich durch Hundelaute mitteilen. Kein Wort hatte er an diesem Tag und bis zu dieser Stunde mit einem Menschen gewechselt. Warum also nicht ein wenig mit den Hunden hecheln oder bellen aus voller Brust? Aber kaum hatte er diesen Satz gedacht, verspürte er ein Stechen im Brustkorb und ein Hustenanfall überkam ihn. In großem Bogen spuckte Hagenuck den vom Husten gelösten Schleim aus. Ein Mann, der einen Schoßhund wie ein Spielzeug hinter sich herzog, wich zurück. Die Blicke der Männer begegneten sich und Hagenuck sah, dass in den Augen des Mannes kein Schimmer Gnade war. Mit geübtem Griff zog er die Flasche hervor und goss sich den lauwarmen Fusel in den Hals. Für einen Moment war ihm heiß und übermütig, rieb er mit dem Flaschenboden den dünnen Stoff seiner Jacke, als wollte er das restliche Schnapsluftgemisch in der Flasche zum Leuchten bringen. Doch die Flasche taugte nicht zur Illuminierung des späten Nachmittags und Hagenuck war nahe daran, sie ins Gebüsch zu werfen. Doch er zögerte, als könne er sich nicht von der Flasche trennen. Die Sonne hatte sich längst verabschiedet, ohne dass der Mond bereits an ihre Stelle getreten war, so herrschte an Helligkeit in diesem Moment kein Überfluss. Es war eher ein Niemandslicht, das den Menschen ihren Weg oder Unweg wies. Hagenuck stand unvermittelt auf. Wie üblich schloss er mit der rechten den mittleren Knopf seines Jacketts. Die linke steckte die geleerte Flasche in die Brusttasche zurück. Er fasste sich ans Kinn, das unrasiert war. Für einen Augenblick sah er sich vorm Spiegel der Rathaustoilette stehen und mit der Rasierklinge die aufgerichteten Haarspitzen in der Gesichtshaut kratzen. Doch sofort meldete sich Hagenucks Magen mit einem leichten Ziehen, als käme ihm von allein nicht genug Aufmerksamkeit zu. Noch heute, vor Einbruch der Dunkelheit, beruhigte Hagenuck tätschelnd seinen Magen, werde er wieder am Essen-Ausgabeschalter der Bahnhofsmission stehen. In geübter Manier schob er den Ärmel der Linken zurück, obwohl die Stelle, an der früher seine gute Schweizer Uhr prangte, längst verwaist war. Hagenuck blickte zum Himmel, ohne dort einen Anhaltspunkt für sich zu finden, und lief los. Er hatte kein Ziel, er wusste nur, dass er die Straße zum Park von oben gekommen war, also würde er seine Schritte nach unten setzen. Da das Haus, vor dem er mit einem Mal stand, war ihm fremd und vertraut zugleich. Das einstige Braunkohlengrau der Fassade war von einem hellen, matt glänzenden Farbguss überzogen. Und aus den Gesimsen über den Fensterleibungen traten kleine, wohlgeformte Frauenköpfe hervor, als wären sie das Werk eines Konditors. Hagenuck waren die Verzierungen früher nie aufgefallen. Den einzigen Kopf, den er mit dieser Fassade verband, war der Kopf seiner Frau, die es liebte, ihren Körper am Nachmittag auf das mit zwei Kissen ausgefüllte Fensterbrett zu betten und ihm entgegenzuschauen. Hagenuck drückte die Klinke herunter und stellte mit Erstaunen fest, dass die Haustür offen war. Es roch nach Farbe und im Durchgang waren die Bohlen und Stangen eines Gerüstes gelagert. Das Erste, was Hagenuck an diesem Haus fremd vorkam, war die große weiße Briefkastenanlage, die an die Stelle der ehemals bunt durcheinander gewürfelten, teils verbeulten Kästen aus Blech und Holz getreten war. Hagenuck machte kehrt. Im Begriff, das Haus zu verlassen, stieß er mit der Schuhspitze gegen eine Mineralwasserflasche, verbückte sich und hob die Flasche auf. Ihr fehlte der Verschluss und Hagenuck wusste,
dass sie damit kaum gegen das Pfandgeld einzutauschen war. Doch behielt er die Flasche in der Hand, als er auf die Straße trat und sich von dem Haus entfernte. Er ging den Weg, den er damals gerannt war, nachdem 4 oder 5 maskierte Männer die Tür seiner Wohnung eingetreten, ihm Tisch und Bett zertrümmert und sämtliche Stühle aus dem Fenster geworfen hatten. Er war der letzte Mieter im Haus und hatte starrsinnig alle Angebote des Vermieters ausgeschlagen. Auch dann noch, als regelmäßig der elektrische Strom ausfiel, er bei Kerzenlicht saß und allabendlich der Wasserhahn über dem Ausguss nur ein dumpfes Röhren hervorbrachte. Rasch hatte Hagenuck in dieser Nacht das Foto seiner Frau von der Wand gerissen und war damit auf die Straße gelaufen. Hagenuck hörte sein Herz schlagen. Er zwang sich, langsamer zu gehen. Unter dem hell erleuchteten Vordach einer Tankstelle blieb er stehen. Aus einem Strumpf zog er einen Zehner. Die Tankstelle war leer. Nur vor einer der Zapfsäulen stand ein abgestellter Wagen. Ohne zu zögern griff Hagenuck einen der Zapfhähne und füllte zuerst die Wasserflasche und dann die Taschenflasche mit Benzin auf. Vorsichtig, um nichts zu verschütten, stellte er schließlich mit ruhiger Hand die Flaschen auf den Sockel der Säule und betrat den Tankladen. Sein Blick fiel sofort auf das zum Greifen nah aufgetürmte Dosenbier und die in Zellophan eingewickelten Brote. Hagenuck wusste, dass ihn der Tankwart aus den Augenwinkeln ansah, obgleich er gerade genüsslich das Wort Coupé aussprach und damit den Mann, der rechts vom Tresen an der Kaffeetheke lehnte, zum Entzücken brachte. Ich sage nur K wie Kappa, sagte der Mann nun seinerseits und der Tankwart nickte. Der hat Memory-Funktion. Da erinnert sich der Sitz an deinen Arsch, auch wenn du irgendwann mal deine Frau ans Steuer lässt und alles verstellt ist. Hagenuck räusperte sich und sagte 5. Der Tankwart sah ihn groß an und suchte seinen Monitor nach dem betankten Fahrzeug ab. Schließlich betätigte er einen Knopf und sprach verwundert die Summe von 2,80 Euro aus. Haben Sie Ihr Feuerzeug nachgefüllt, guter Mann? Fragte der Tankwart. Hagenuck blieb unbeeindruckt, schob mit einer Hand den Geldschein in die Kastenschale und tippte mit den Fingerkuppen der anderen gegen die Glasvitrine, in der sich die bunt belegten Brote befanden, und sagte, 2. Sehr wohl, erwiderte der Tankwart, ist recht, entschuldigen Sie, ich hätte es merken müssen. Sie haben bei mir Ihren Rasenmäher aufgetankt, nicht wahr? Bloß Super Plus hätte der nicht gebraucht, wenn Sie mich fragen. Normales Benzin hätte auch gereicht. Hagenuck ging den Weg zurück, den er gekommen war. Er presste fest beide Daumen gegen die Öffnungen der Flaschen. Im Durchgang des Hauses zog er die Senkel aus seinen Schuhen und stopfte sie in die Flaschenhälse. Danach klopfte er seine Hosen und Jackentaschen nach dem Päckchen Streichhölzer ab, das er stets bei sich trug. Der Abend war mit einem Mal hell und warm. Das Niemandslicht hatte einen Namen. Blau zuckten die Rundumleuchten der Feuerwehren. Hagenuck stand im Licht der Telefonzelle und roch an seinen Händen. Benzin roch er gern. Das hatte er schon als Kind getan. In dem im Art Deco-Stil eingerichteten Café im Süden der Stadt waren am Vormittag nur wenige Tische besetzt. Alexander Wulfurt fand einen Fensterplatz. Die Sitzbank erinnerte ihn an einen Zugabteil und er genoss es, sie für sich allein zu haben, schloss die Augen und streckte die Füße aus. Kaum durchzog ihn das wohlige Gefühl der Unbeschwertheit, stand der Kellner am Tisch und räusperte sich. Als Wulfurt aufblickte, hielt ihm der Kellner, ein jung gebliebener 60er, mit versierter Geste die opulente Speisen- und Getränkekarte entgegen, die einem Folianten glich. Lassen Sie sich Zeit, sagte er, nachdem ihm Wulfurt die Karte abgenommen hatte. Zeit war es, die Wulfurt mitgebracht hatte,
Er war stets früher als verabredet an einem Treffpunkt. Das gehörte zu seinen Prinzipien. Er hasste es, einer Situation hilflos ausgeliefert zu sein. Deshalb hatte er sich auch vorab die Zusendung der Interviewfragen von der Redaktion des heimischen Tageblatts per E-Mail auserwählt, um sich gründlich auf die Formulierung seiner Antworten vorzubereiten. Viele der Fragen erschienen ihm naiv artikuliert. Ja, manche waren gar von einem seltsamen romantischen Verständnis geprägt. Früher hätte er sich solcher Fragenstellungen gar nicht ausgesetzt. Aber inzwischen waren 12 Jahre nach seinem hoffnungsvollen Debüt vergangen und es gab kaum mehr mediales Interesse an seinem literarischen Werk. Selten an dem veröffentlichten und noch seltener an dem unveröffentlichten. In den meisten Verlagen hatten längst die Lektoren gewechselt und wussten mit seinem Namen nichts anzufangen. Falls er überhaupt mit seinem Manuskript bis zu ihnen durchdrang und es nicht schon zuvor von einem Praktikanten dem Schmierpapier packen oder einem Schredder anheimgegeben wurde. Ähnlich verhielt er sich bei den Redaktionen der Literaturzeitschriften. Auch hier war Rülfort eher ein Unbekannter. Die meisten Zeitschriften standen nur unter 35-Jährigen offen, zudem zahlten sie schlecht oder gar nicht und die Herausgeber erwarteten, dass man ihr entgegenkommen mit einer zweistelligen Zahl an, wenn auch ermäßigten Kaufexemplaren quittierte oder sich zumindest für ein Abonnement der jeweiligen Zeitschrift entschied. Immer häufiger, das war Rülfort aufgefallen, wurden die Veröffentlichungen auch mit Abbildungen ihrer Verfasser, die vornehmlich weiblich waren, regelrecht in Szene gesetzt. Nach seinem Eindruck kamen dabei immer mehr Modelmaße in Betracht. Wahre Schönheiten schrieben plötzlich Short-Stories und Gedichte. Aus dem Feuilleton und aus Mitternachtssendungen wusste er, Oberschülerinnen mit Entertainer-Qualitäten bevölkerten die Poetry-Slam-Bühnen und kluge, rothaarige Grazien sprachen in Triaden in Talkshows über ihre Rolle als junge Mutter, Autorin und ihr lyrisches Ich. Während seines Literaturstudiums waren eher die Hässlichen die wirklichen Dichterinnen. Das war ihnen durchaus bewusst und sie suchten deshalb nach einer ganz eigenen, unverwechselbaren Sprache, feilten an der Manieriertheit ihrer Erscheinung und setzten so im Literaturbetrieb eine wiedererkennbare Marke. Heute wird quasi im Chor charmant geträscht und gedenklicht und es tut niemandem weh. Sicher vergreift man sich auch mal im Ton und lässt nach dem ungeschützten Geschlechtsverkehr im Text die Scheide weinen. Aber meist war das Metaphorische nicht überstrapaziert und ähnlich den Comedians das normale Missverständnis zwischen den Geschlechtern thematisiert. Und die Lacher hat man dann natürlich auf seiner Seite. So, als wollte er Rülfort in die Wirklichkeit von Gast und Gaststätte zurückholen, stand mit schöner Selbstverständlichkeit der Kellner an der Stirnseite des Tisches. Haben Sie schon gewählt? Eigentlich wollte Rülfort mit seiner Bestellung bis zum Eintreffen der Journalistin warten, mit der er verabredet war. Doch wollte er andererseits dem Kellner keine Abfuhr erteilen. Das Kaffee war schließlich keine Wartehalle. Milchkaffee, sagte er knapp, um sich dann sofort zu verbessern. Einen Milchkaffee, bitte. Als Maulfaul hatte ihn erst jüngst seine Frau bezeichnet, als er in ihrer Anwesenheit in einem Baumarkt sein Begehr gegenüber einer Mitarbeiterin lediglich in ein Wort gekleidet hatte. Schrauben? Das spielt ihn den ganzen weiteren Abend vor und auch dann noch, als die erworbenen Schrauben längst ihrer Bestimmung entsprechend mit den Typen verbunden waren. Immerhin war es ihr Bücherregal, das er mit eben diesen Schrauben an der Wand befestigt hatte. Dass das Verdichten sein Beruf war, hatte sie als Argument für seine Unhöflichkeit nicht gelten lassen. Schrauben? Nein. Schrauben, sagte sie nicht. Schaube, sagte sie. Annalene Schaube, Stadtzeitung.
Sind Sie Herr Wulfort? Mein Gott, bist du jung, dachte Alexander Wulfort. Sie sieht mich und spricht mich mit Herr an. Für Sie bin ich mit Anfang 40 völlig unsexy. Wenn Sie Herr Wulfort sind, dann sind wir zum Interview verabredet, richtig? Alexander Wulfort nickte und unterstrich die Kopfbewegung. Ruhig. Richtig, das bin ich. Setzen Sie sich doch, fügte er an und erhob sich dabei ein wenig von der Sitzbank. Annalena Schaube setzte sich ihm gegenüber und rutschte ebenfalls auf den Fensterplatz. Aus ihrer Tasche holte sie eine Tageszeitung und legte sie auf den Tisch. Eigentlich habe ich sie gleich erkannt. Sie waren mal bei Leipzig Liest dabei. Stimmt doch. In unserem Archiv fand ich ein altes Foto von Ihnen. Sie haben sich gut gehalten, wenn ich das so sagen darf. Danke, dürfen Sie. Ich mache ein Volontariat, müssen Sie wissen, und habe mir das Thema ausgesucht. Ich will Autorinnen und Autoren aus unserem Erscheinungsgebiet ganz privat vorstellen, denn ich denke, unsere Leser wissen zu wenig über den Beruf des Dichters. Oder soll ich lieber Lyriker sagen? Begonnen habe ich die Serie mit einer jungen Frau, einer Science-Fiction-Autorin, die sehr erfolgreich ist. Angefangen hat sie als Self-Publisherin und ihre Romane über Amazon verkauft. Nach dem dritten Buch ist sie bei Ullstein gelandet. Sie ist am Tag der Mondlandung geboren, allerdings 20 Jahre später. Und sagt, das müsse doch etwas zu bedeuten haben. Sie schwärmt von der Raumfahrt und fast alle ihre Bücher handeln davon. Sie ist Dauergast in Morgenröder Rautkranz und liest Schulklassen daraus vor. Davon lebt sie und von den Tantiemen ihrer Bücher. Und jetzt geht es Ihnen um Raum und Zeit in der Poesie, wenn ich Sie richtig verstehe, führte Wulfort die junge Volontärin zum Anlass ihrer Begegnung zurück. Oh ja, eine geschickte Überleitung, ja wirklich. Auch der Kellner sprang in die Lücke und nahm Annalena Schaubes Bestellung auf. Latte, bitte, sagte sie kurz, ohne je darüber nachgedacht zu haben. Dann schob sie Wulfort die Zeitung, die sie mitgebracht hatte, zu. Ich habe Ihnen die Ausgabe mit meinem Startartikel mitgebracht. Vielleicht interessiert er Sie. Meine ganze Verwandtschaft und meine Mitbewohnerinnen habe ich schon damit bestückt. Ich habe ja schon als Schülerin für die Regionalzeitung geschrieben. Für die Schülerzeitung sowieso. War in der 10. auch mal Redakteurin. Aber das jetzt, das ist schon mal eine ganz andere Liga. Danke. Ich schaue es mir an. Wulforts Stimme klang versöhnlich. Ihm gefiel das Wieselhafte des Mädchens, das sich deutlich von seiner eigenen Behäbigkeit unterschied. Wenn ich so übersprudeln würde, dann bliebe gar nichts mehr in mir. Aber sie ist jung und voller gesammelter Sätze. Einen Moment später hatte Annalena Schaube an ihrem Latte Macchiato genippt und sich mit einem Tablet präpariert. Ich habe alle Fragen als Datei dabei. Eine Bitte habe ich, bevor wir beginnen. Können wir uns duzen? Fragte Alexander Wulfort. So alt bin ich ja auch noch nicht. Vor gar nicht langer Zeit galt ich in der Branche noch als junger Autor. Super gerne, wenn du das möchtest. Ich heiße Annalena. Alle nennen mich Lena. Ich Alexander. Alex für die meisten. Also Alexander, oder besser Alex, los geht's. Bekanntermaßen bietet ja die Literaturgeschichte viele Beispiele von Autoren, die nicht von ihren Büchern leben konnten. Zu denken ist da an den Hofmeister Hölderlin, den Arzt Ben, den Minister Goethe. Wie kommen Sie, Bartongen, wie kommst du zurecht? Ernährt dich deine Literatur? Alex war auf die Frage vorbereitet. Ich bin von Beruf Werbekaufmann und habe nach meinem Literaturstudium über das Arbeitsamt eine Zusatzausbildung als Werbegestalter absolviert. Gemeinsam mit einem Freund entwickelte ich Webseiten, Firmenlogos, Briefköpfe, Flyer etc. Und das ernährt dich und deine Familie? Es hilft, sagen wir mal. Wulfort verschwieg, dass in der Werbebranche die Digitalisierung zum Verlust von Aufträgen geführt hatte und es kaum mehr ein Taschengeld war, das er zum Familienbudget beitragen konnte. Beim Stichwort Dichter kommt ja so vielen dass sofort das Gemälde der arme Poet von Karl Spitzweg in den Sinn, von dem es Postkarten und Poster gibt.
Vor 10 Jahren etwa gab es sogar eine Briefmarke davon. In aufrechter Pose deklariert er im Bett Verse. Über ihm hängt ein alter Regenschirm und schützt ihn vor den Widrigkeiten des undichten Daches. Das hast du gut recherchiert. Das Bild rangiert in seiner Bekanntheit übrigens gleich hinter der Mona Lisa. Mit der Briefmarke, das war übrigens 2008, anlässlich Spitzwegs 200. Geburtstags. Nun zum Eigentlichen. Für mich ist das Interessante nicht die unwirtliche Wirklichkeit, die ist ja der Kunst und im besonderen Maße der Dichtkunst gegenüber allgegenwärtig. Vielmehr fasziniert mich, dass sich der Poet der Poesie regelrecht ermächtigt hat. Überrascht stand ich in München davor. Bis dahin habe ich nicht gewusst, dass das Bild relativ klein ist. Nicht viel größer als hier die aufgestellte Protzspeisekarte. Und was fällt einem auf? Sagen wir auf den zweiten Blick. Eines der Bücher lehnt aufgestarken vor den anderen, die es stützen. Was für eine Symbolik. Und der keineswegs arme, sondern reiche, bereicherte Poet sieht nicht hin. Er hat die Verse gewissermaßen intus. Glaub mir, er friert nicht. Die Schlafmütze trägt er sommers wie winters. Die Worte wärmen ihn. Mich erinnert das an einen Bericht eines älteren Kollegen aus dem Schriftstellerverband. Der davon sprach, dass er immer dann Gedichte verinnerlicht hat, wenn er sie sich abgeschrieben hat. Zum Beispiel vor 1990 an den Ständen der Westverlage zur Leipziger Buchmesse. Um eine Probe zu gebeten, begann er das Gedicht von Bertolt Brecht aufzusagen, in dem es um fehlende Zwiebeln und um das sogenannte Katerwelsch ging. Ganz richtig kriege ich das nicht mehr zusammen. Behalten habe ich das. Dem, der Katerwelsch hört, vergeht das Essen. Dem, der es spricht, vergeht das Hören. Der Kollege hatte es seinerzeit in der Frankfurter Brecht-Ausgabe entdeckt, die in der DDR nicht vollständig erschienen war. Katerwelsch? Fragte Lena nach. Was ist damit gemeint? Diese Frage habe ich dem Kollegen auch gestellt. Ich war ja gerade 13, als die Mauer fiel. Denn natürlich habe ich sofort an Kauderwelsch gedacht und angenommen, es handelte sich um einen Versprecher. Nein, Kauderwelsch heißt es tatsächlich im Gedicht. In der DDR gab es nicht die Personalakte wie heute. Es gab die Katerakte. Menschen, die aus beruflichen Gründen ins Ausland reisen durften, zum Beispiel ins NSW, ins nicht-sozialistische Wirtschaftsgebiet, nannte man Reisekater. Personalchefs hießen Katerleiter. Das bringt der Brecht auf schöne Weise zusammen. Zurück zu dir. Ich habe gegoogelt, kam es von Lena, und herausgefunden, Spitzwegs Bild ist 180 Jahre alt. Was hat sich deiner Meinung nach für heutige Dichterinnen und Dichter geändert? Heutige Schreiber leben, wenn sie denn in Mansarden wohnen, unter einem wärmegedämmten Dach. Dem Wärmeverlust schützt das EEG vor, das Erneuerbare Energiegesetz, also das Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien, das zum Beispiel die Einspeisevergütung regelt. Das warf Lena ein, klingt nun für mich nach Kauderwelsch. Eher nach Amtssprache, widersprach Alex. Denn Kauderwelsch bezeichnet ja eine Vermischung von Sprachen. Vielleicht hast du schon einmal das Wort Rotwelsch gehört. Das steht für Geheim- oder Sondersprache. Heute würde man Jargon sagen. Praktiziert werden hier Bedeutungsübertragungen, die sich aus den jeweiligen Bedürfnislagen ergeben. Das geht mir zu weit, bemerkte Lena irritiert. Bleiben wir lieber bei der Energie. Gibt es für dich so etwas wie Wärmeverlust beim Schreiben? Das ist eine Frage außerhalb des Programms und viel zu diffizil. Gut, dann ziehe ich sie zurück und bringe nochmal den Spitzweg ins Spiel. Den will ich ja unser Interview kreisen lassen. Sein armer Poet liegt einsam in seinem Bett. Der Ofen ist aus. Wie lebst du? Bist du Single? Hast du Family? Ich habe eine Frau. Und liest sie deine Gedichte? Immer. Sie ist immer meine erste Leserin. Manchmal probiere ich aber auch ein Gedicht erstmal bei einer Lesung aus.
ehe ich es ihr zeige. Neulich las ich ein Gedicht von dem Dichter Krollo. Krollo, das sagt mir jetzt nichts. Ein Kollege von dir, schon älter, lebt ja auch in Leipzig. Diese Bildungs- oder besser gesagt Genusslücke solltest du unbedingt schließen. Karl Krollo ist 1999, in dem Jahr habe ich das erste Mal geheiratet, 84-jährig in Darmstadt verstorben und stammte aus Hannover. Er war wahrscheinlich nie in Leipzig. Bei ihm heißt es, am Anfang bleibt noch im Gedicht geheim, ob bald ein Baum mit seinen Blüten brennt. Im Frühjahr oder ob sich jemand trennt von jemandem. Man weiß noch nicht den Reim auf etwas, das entsteht. Spürst du das? Du meinst, am Anfang ist alles offen, im Leben und im Gedicht. Leben und Gedicht sind für mich eins. Aber um den Text, auf den Text einzugehen, er macht ganz deutlich, es ist und bleibt die Schulstundenfrage. Was wollte uns der Dichter damit sagen? Eine Farce. Der Dichter weiß es ja bis zu einem gewissen Punkt selbst noch nicht, was eigentlich ihn zum Sprechen nötigt. Außerdem ist die Frage, was will uns der Dichter damit sagen, gar nicht gendergerecht formuliert, warf Lena scherzend ein. Doch im Ernst, wenn ich an unsere Leserklientel denke, ein Wort, das ich inzwischen liebe, denn dann muss ich nicht Leserinnen und Leser sagen, stellt sich mir die Frage, was will dieser von einem Lyriker wissen? Wo lebt er? Wie lebt er? Das interessiert die Leute. Also, was für ein Auto fährst du? Wie wäre es damit? Wollten wir nicht erst über die Voraussetzung für das Entstehen guter Literatur sprechen, über die Einsamkeit, die es braucht zum Schreiben? Lena legte das Tablet auf den Tisch, so als wollte sie demonstrieren, dass sie das Format verlässt. Ich muss dir sagen, dass mich die Redaktion gebrieft hat, das Thema Einsamkeit, wenn überhaupt, nur am Rande zu behandeln. Unsere Leserschaft ist mega überaltert. Täglich sterben treue Abonnenten weg. Viele unserer Leser leiden unter der Einsamkeit. Denen tun wir keinen Gefallen, wenn wir sie mit dem Beitrag über dich daran erinnern. Die Leute wollen Love News, Romanzen, das Private, das weißt du doch. Viel lieber hätten wir eine Home Story mit dir gemacht. Leider hast du auf dieses Café hier bestanden. Was soll denn die Karosse über mich sagen? Viel, glaube mir, Größe, Farbe, Marke. Das Auto ist kein Statussymbol mehr. Mein Vater hat einen 5er BMW Diesel, beklagt den rapiden Wertverlust, seit er von den Fahrverboten bedroht ist. Meine Frau und ich, wir haben einen alten Corsa, blau übrigens. Den fährt meistens sie, ich bin mehr fürs Räderwechseln im Herbst und zu Ostern zuständig. Ein Mann mit handwerklichem Geschick, kommentierte Lena und tippte eine Notiz in ihr Tablet. Ich laufe am liebsten, fuhr Alex fort. Das Zu-Fuß-Gehen ist meines Erachtens die beste Gangart für das Dichten. Gehen ist Sehen, denke ich nur an den Spaziergänger von Syrakus. Gehen ist Rhythmus und Rhythmus ist Lyrik. Du siehst etwas, siehst es auf dich zukommen. Baukörper fallen einem auf, Bauweisen. Eine Farbe wird eine Form, ein Gegenstand. Das gilt auch für die Kleidung. Du entdeckst den Menschen darin. Ja, das mag ich von Anfang an in dieser Stadt, dass man vieles erlaufen kann. Doch zurück zu dir. Habt ihr eine große Wohnung, Altbau, mit grünem Blick? Das wäre für einen Fototermin wichtig. Ist sie bezahlbar? Was macht deine Frau? Ist sie jünger als du? Wollt ihr Kinder? Hast du vielleicht schon welche aus früheren Beziehungen? Wie lebst du? Bist du der typische Dichter, der mit der Rotweinflasche auf dem Tisch in den Vormittag, in der Vormittagssonne vor einem leeren Blatt Papier sitzt und grübelt und wäscht dir auch mal ab und bedienst die Waschmaschine? So etwas interessiert unsere Leserinnen und Leser. Das Gedicht kommt, wenn es kommen will, und es geht auch gleich wieder, wenn ihm nicht sofort die nötige Aufmerksamkeit geschenkt wird. Es ist sozusagen in einem drin. Man muss also in sich hineinhören, wich Alex dem Klischee, das allgemein von einem Dichter vorherrschte und das Lena so bereitwillig ausgebreitet hatte, aus. Darf es noch etwas sein, dass der Kellner zu ihnen an den Tisch getreten war, hatten beide nicht bemerkt. Alexander Wohlfahrt
sah fragend zu Annalena Schaube. Irgendwie war ihm die Lust an dem Interview vergangen. Dankbar blickte er den Kellner an und schüttelte gleichzeitig den Kopf und sagte: Danke, nein. In der Hand strich er den Zettel glatt, auf dem seine Notizen für das Interview standen. Was bringt das noch? Für mich nichts, hörte er Annalena Schaube sagen. Berlin, an der Stelle hätte so gut Paul Verlaine gepasst. Wohlfahrt bewunderte diese, dessen Definition von Gedichte schreiben, die das ganze Geheimnis des Dichtens enthielt. Der erste Vers sei ein Geschenk vom lieben Gott. Den Rest muss der Dichter selber machen. Aber dieser wunderbare Satz, er passte nicht zwischen die profanen Fragen nach Quadratmetern, Abwasch und Automarke. Sie kennt Krollo nicht, also wird sie auch Verlaine nicht kennen. Annalena Schaube wischte über Tablet. Ich denke, das war's. Erst einmal, ich rufe dich an. Deine Nummer hat ja die Redaktion. Oder ich melde dir, wenn ich noch eine Frage habe. Ist das okay für dich? Wolfert nickte und sagte, lass nur, das übernehme ich. Als er sah, dass Annalena Schaube im selben Moment in ihrem Portemonnaie nach dem passenden Kleingeld suchte. Das ist voll lieb von dir. Sie gab ihm nicht die Hand, das war ihm recht, sondern griff nach ihrer Jacke. Dann tschüss. Ja, tschüss, schloss Wolfert an. Eigentlich hätte er jetzt gut einen Schnaps vertragen können oder ein Glas Rotwein. Aber er wollte das Klischee nicht bedienen. Es war noch immer Vormittag. Er nahm sich die Zeitung mit dem Artikel der Volontärin und schlug sie auf, blätterte darin, überflog das Interview mit der Kollegin, das eine halbe Seite einnahm, und las im Politikteil von einem Attentäter, der in seinem Alter war und sich als Kämpfer des Islamischen Staates gegen die Ungläubigen bezeichnete. Ein Familienvater mit Frau und drei Töchtern, der mit abertausenden Flüchtlingen 2015 aus Syrien nach Deutschland gekommen war, Asyl erhielt und seit 2 Jahren als Wachmann arbeitete. Am Tag sorgte er für Ruhe und Ordnung in einer Einkaufspassage, hatte er Urlaub vorher ins Berliner Umland und spannte in Mannshöhe von Mast zu Mast Stahldrähte über die Gleise der Intercity-Expressstrecken, um die Züge zum Entgleisen und hunderte Opfer auf seine Habenseite zu bringen. Wolfert griff nach der Kaffeetasse. Sie war leer, Schaum klebte am Boden. Der Attentäter war gefasst und hatte gestanden. Das Wort Trittbrettfahrer, das Wolfert in den Sinn kam, hielt er für makaber. Seine Frau stieg 10-mal die Woche in einen ICE, um zur Arbeit zurück und zurückzukommen. Die Stabilität der Züge im Verbund mit der Stoßkraft aus der Geschwindigkeit hatte bisher den Stahlseilen widerstehen können. Was, wenn die Methoden perfider, die Drahtsperren gewaltiger werden? Er musste seine Frau anrufen, ihre Stimme hören, würde etwas Belangloses fragen, doch mit keinem Wort auf die Gefahr zu sprechen kommen. Schnell schlug er die Zeitung zu, legte einen Geldschein auf den Tisch und verließ grußlos das Café.